Herzlich willkommen zu unserem neuen Video von den Öscher Wummis. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Genau, eine kurze, knackige Stellplatzvorstellung. Wir sind wieder unterwegs am Dortmund-Ems-Kanal. Was soll man dazu sagen? Gasthaus Peters. Genau. Genau, das ist ein Campingplatz, der aber auch einen Wohnmobilstellplatz hat für 14 Wohnmobile. Man bezahlt hier 15 Euro pro Nacht und 2,50 Euro für Strom. Sanitäranlagen darf man mitbenutzen. Hunde sind auch gar kein Problem. Duschen 1 Euro, kann man, ja. 6 Minuten. Ja, genau. Also es gibt hier ein Duschhaus, wo man seine Geschäfte machen kann. Genau. Und duschen ist nicht im Preis inbegriffen. 6 Minuten für 1 Euro. So ist es. Ja, es gibt für uns gar nicht so viel zu sagen. Fähr- und Entsorgung ist gegeben. Das ist alles. Genau. Wasser gibt es umsonst. Das gehört stimmt, dazu. Das, aber das ist umsonst. Ist im Preis inbegriffen. Ja, WLAN auch. WLAN auch, genau. Man steht, zeige ich euch gleich noch, mit den Stellplätzen, mit den Füßen im Wasser. Ja. Also super Aussicht. Allerdings führt hier auch eine Straße vorbei. Ja. Wo leider auch von den Fahrern nicht besonders viel Rücksicht genommen wird. Nee, also hier ist Tempo 30, aber 30 fährt hier keiner. Genau, hier könnte man sich reich machen. Ich denke, als Dorfkind ist es halt so, dass diese Straße zwei Orte miteinander irgendwie verbindet. Und bevor man außen rum fährt, fährt man halt. So eine Abkürzung, die gerne genutzt wird. Richtig. Und ja, gut, das ist schon ein Nachteil, kann man schon sagen. Jetzt seht ihr, da vorne fährt die Eisenbahn. Fährt halt nicht allzu oft. Das ist weniger störend als ja, die Autos, die manchmal hinter einem, genau, herfliegen. Abends allerdings ist es hier ruhig. Also wenn man schläft, fahren hier nicht wirklich viele, die kann man zählen. Genau, wir haben auch Schiffskino, weil wir stehen quasi am alten Dortmund-Ems-Kanal. Der ist nämlich umgeleitet worden und direkt, wo wir stehen, ist halt eine Sackgasse. Und zwar sind das mietbare Anlegeplätze, wo man halt anmieten kann, um sein Bötchen hinzustellen. Richtig? Deswegen sind es anmietbare, ja, Anlegeplätze, weil man sie mieten kann. Das ist korrekt. Ja, unter anderem kann man hier auch ein kleines Hausboot mieten. Das ist aber leider jetzt unterwegs. Aber Foto blenden wir euch gerne ein. Super süße Sache. Hinter uns sieht man ein weißes Gebäude, das gehört dem Ruderverein Lüdinghausen an. Und samstags wird hier trainiert. Ja, ganz interessant. Wow. Gestern ist hier auch jemand fleißig seine Bahnen geschwommen. Das war auch sehr interessant zu sehen. Und man kann hier auch mit dem Sub aufs Wasser. So, aber nur bis zur grünen Boje, weil dann ist der Haupt-Dortmund-Ems-Kanal und da fahren halt die großen Schiffe. Und ich glaube, da möchte man nicht mit dem Sub vor, hinter, neben, lang paddeln. Genau. So, also hier hinter mir seht ihr das, den Gasthof Peters. Da gibt es morgens Frühstücksbuffet und Mittagstisch gibt es auch. Abends kann man auch was Schönes essen und die haben abends ab 18.30 Uhr Buffet. Ja, und wer einen Angelschein besitzt, kann sich sein Essen auch selber angeln aus dem Kanal, weil wir haben hier ganz viele Angler gesehen. Und ja, wer da Spaß dran hat, wird hier bestimmt Freude haben und vielleicht den einen oder anderen Fisch fangen. Aber bekochen muss man selber. Kann hier nicht abgeben, den Fisch, oder? Nein, aber jemand, der angelt, der wird schon wissen, was er da tut. Hier geht's rein? Da geht's rein zum Campingplatz, ja. Ja, und Enten sind natürlich hier auch, ne? Wie das so ist am Wasser. Ja, angegeben ist, dass die Wohnmobilstellplätze für 8 Meter mobile ausreichend sind. Jetzt sind wir vom Grundaufbau 7,60 Meter und haben ja hinten noch den Träger dran. Und ich behaupte mal, dass wir dann so die 8 Meter Grenze ankratzen.
Aber wie das so ist bei Frauen- und Längenangaben, schwierig. Ich glaube, das habt ihr Männer besser auf dem Schirm. Ja, und man steht halt hier ein bisschen dichter aneinander. Das sollte aber, uns stört das jetzt nicht. Es ist immer noch in Ordnung. Tisch und Stühle sind draußen. Und ja, wenn man dann morgens beim Frühstück aufs Wasser guckt, dann fühlt es sich ja schon wieder nach Urlaub an. Was ich dazu sagen wollte ist, wir befinden uns hier in der Sackgasse des Kanals und da vorne ist die Ausfahrt und dort fahren dann ab der grünen Boje die großen Schiffe, wo man dann auch, wenn man hier sitzt, Schiffskino hat. So, wie ihr seht, gibt es hier sehr viele Möglichkeiten, mit dem Fahrrad zu fahren. Einmal der Straße entlang, die dann Richtung Campingplatz und Stellplatz führt. Gibt es natürlich viele geschotterte Wege, die man ohne Probleme auch mit dem Fahrrad fahren kann. Hier gibt es auch genügend Möglichkeiten, mit dem Fahrrad entlang zu fahren. Ja, hallo ihr Lieben. Wir sind auf dem Rückweg von dem letzten langen Wochenende im Mai. Wir waren ja in Lüdinghausen beim Gasthof Peters auf dem Stellplatz. Ja, wir hatten einen sehr schönen Ausblick, muss man sagen. Genau, mit den Füßen im Wasser, also eher am Wasser. Ne? Schiffskino. Genau.
Aber die großen Schiffe waren natürlich ein bisschen seitwärts. Also bei uns das war so eine Art Sackgasse, ein Kanal, wo man die Schiffe dann anlegen konnte und so weiter. Ja, und ein Ruderverein war ja dann in der Nähe, aber das haben wir euch ja gezeigt. Ja, im Großen und Ganzen ein schöner Platz, Preis-Leistung okay. Kann man nichts sagen jetzt so für einen Campingplatz bzw. Stellplatz. Für mich war halt nur ein sehr großer Nachteil da die Straße, die direkt hinter uns fuhr und da der überhaupt keine Rücksicht von den Autofahrern genommen wurde und da wirklich sehr hohe Geschwindigkeiten gefahren wurde. Ja, die sind da schon echt durchgeheizt, das muss man sagen. Das war wirklich störend. Ansonsten waren wir gestern auch noch in dem Gasthaus Peters essen. Ja, das war Bombe. Das kann man wirklich empfehlen. Ja. Immer am ersten Samstag im Monat. Genau. Es sei denn, da ist eine Hochzeit oder so, muss man vorher mal fragen. Aber man muss sowieso vorzeitig und früh genug reservieren. Weil das wohl ziemlich bekannt und auch beliebt ist. Gestern wusste ich auch warum, weil so viel Auswahl und auch so gut, dass man am liebsten hätte alles probieren wollen, was aber irgendwann nicht mehr geht. Ja, das war schon wirklich Wahnsinn, also was es da alles zu essen gab und Preis-Leistung hat auch gestimmt, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Und doch, also alleine dafür würden wir schon noch mal hinfahren, das war sehr, sehr lecker. Ja, das war uns eigentlich. Das Wetter hat auch mitgespielt. Wir hatten ein richtig gutes Wetter. Also kein Regen, nur nachts, wo wir geschlafen haben, glaube ich. Abends darf es regnen, also, wenn wir drin sind. Aber über Tag war super. Genau. Da hatten wir wirklich Glück. Im Gegensatz zu anderen, die tun uns ja schon leid. Ja, ja, das stimmt. Ja, das war's dann. Wieder mal. Ja, dann würde ich sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben. Genau. Kanal abonnieren nicht vergessen, kostet nichts und tut auch nicht weh. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann aktiviert doch gerne die Glocke noch dazu. Ja, und in diesem Sinne sagen wir bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.